Hey Leute, wir sind zurück bei San Andreas. So, die Aufträge von dem gehen mir irgendwie auf den Sack gerade. Wir suchen jetzt was Neues. Wir haben bestimmt noch ein paar Aufträge, wo wir noch erledigen können. Also, beziehungsweise sprich, ohne den Freak. Yo, what's up? Hey Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Okay, komm, wir machen den mal als Zwischenfüller. Jetzt sollten wir irgendwas Schnelles haben, ne? Vielleicht irgendwie was aus unserer Garage. Ein schnelles Motorrad sollten wir jetzt haben am besten. Weil die haben jetzt auch welche. Am besten wir fahren kurz zu uns runter. Und holen die 900 daraus. Deswegen habe ich mir die aufgehoben, gerade für solche Missionen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da können wir jetzt die Drogen einsammeln. So als Zwischenfüller, weil man bekommt man ja richtig gut Kohle so. Als Nebenjob. So, solange wir das machen können, werden wir noch ein paar machen, solche kleinen Aufträge. Ah, guck mal, hier sind beide Autos drin. Einmal die Limousine und einmal unsere 900er. Wir haben die uns gerade mal in den Nagel reißen und uns die Drogen holen. So, weil mit der haben wir nämlich auf jeden Fall gute Karten, dass wir sie erwischen. Schauen wir mal kurz auf die Karte, wo wir hin müssen genau. Wo sind sie denn, meine Freunde? Ah, guck mal hier. Okay. Da waren sie ja schon mal, ne? Oder einer von denen. Aber den werden wir uns jetzt mal kurz unter den Nagel reißen, den Tipp. Oh. Gut genannt zur Brust nehmen. So, eine Form auf dem Highway. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir am besten da wieder hinkommen. Querfeld ein wäre eine Möglichkeit. Einfach mal so, das ist richtig Papa. Auf jeden Fall müssen wir übers Wasser kommen irgendwie. Und das wird wahrscheinlich da vorne der beste Weg sein. So. Über die Brücke hier. Da können wir eigentlich schon ins Feld rein. Die Großmaschine wäre auch kein Scheiß gewesen. Da unten ist, oder? Ja, könnte sein. Da sollten wir mal noch ein paar Waffen kaufen gehen wieder. Irgendwann, wenn wir genug Kohle auf der Seite haben. Weil irgendwie... Oh! Das ist gerade ein bisschen... Nein! Nicht! Oh. Nicht ins Wasser fallen, sonst haben wir das zu fahren, da kriegen wir nicht mehr. Sag mal, wo ist denn der Arsch? Hä? Der Sack? Ey, der ist aber ganz schön schnell unterwegs. Oh Scheiße, das sind immer so kleine Bäumchen. Ah, ich grad sag ich's noch, verdammt! Kannst du nicht fahren, du Arsch! Ah! Der entwischt uns, verdammt. So, jetzt. Komm. Da, scheiß auf den Weg. Wir fahren jetzt hier einfach quer durch die Pampa. Wer zum Teufel baut hier einfach einen Fels hin? Ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, dass wir den nicht kriegen. Quad gestanden, aber ist mit dem Motorrad auch schnell. Ich will nur kurz gucken, wo ist er? Karte. Was? Der ist schon wieder auf der Straße? Na, hör mal. Nein! Nein! Ach, shit! Fahrzeug weg. Wo war das Quad? Oh, wir sind mitten in der Pampa und unser Fahrzeug ist am Arsch. Da unten ist ein Quad. Ja, jetzt ist unser schnelles Bike auch weg. Das hätte ich gern nochmal benutzt, aber... Okay. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt noch kriegen werden. Die Aufträge sind doof. Die mache ich nicht mehr.
Ist zwar schnelles Geld, aber irgendwie entwischt da einen noch immer wieder. Ich versuche jetzt mal von hier vielleicht irgendwie auf die Straße zu kommen. Ja, da kommt's klappen da vorne. Brich dir doch das Genick. Och Mann, echt. Fahr doch nicht weg. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib. Bleib. Nein. Fuck you. Oh nein. Ich glaube, ich brauche einen Krückstock, ey. Da. Wo ist er? Da. Wo ist ein Auto? Gib mir irgendjemanden. Auto, verdammt. Ihr blöden Hunde, könnt ihr nicht richtig fahren, Mann. Massenkarambolage. Ich bin nicht schuld. Ey, mach keinen Scheiß jetzt. Das Teil ist zu behindert zum den kleinen Hügel hochfahren. Ey, warte mal, was ist da mit dem Motorrad? Egal, wir müssen jetzt hier durch. Moment, die kriegen wir denn noch? Ich bin jetzt irgendwie nicht ganz sicher, ob wir den noch mal kriegen werden. Da ist die Lieferfirma. Karte. Da ist er. Der ist direkt vor uns im Prinzip. Zumindest mal ist er auf der gleichen Straße wie wir. Oder auch nicht. Hä? Oh nein, wir sind jetzt gleich in der Stadt drin. Das ist ein doofer Kurierauftrag. Ich befürchte, dass wir den nicht schaffen. Wenn wir den einfach nicht kriegen, wir sind zu lahmarschig. Beziehungsweise ich. Geht auch alles schief heute. Erst mit Motorrad versenkt, dann Quad versenkt, dann die Autos spielen verrückt. Aber ich glaube, die fahren jetzt die ganze Zeit im Kreis, oder? Ich weiß nicht, ob die irgendwann wieder verschwinden werden. Oder wie das jetzt hier läuft. Auf jeden Fall sollte ich vielleicht die Straße hier holen. Oh, mal weg. Was ist er jetzt? Hä? Nicht runterfahren! Nicht runterfliegen! Oh mein Gott! Toll! Jetzt komme ich aus der Suppe. Wo ist der? Da drüben. Und bis wohin darf ich jetzt schwimmen? Ich komme hier nirgends raus. Ah nein. Scheiße. Da ist er. Gar nicht so weit weg. Wahnsinn. Also zurzeit geht einiges schief hier im Spiel. Ey, da ist eine Muschel oder sowas. Was zum Henker ist das? Hoch. Was ist das für eine Muschel? Immer. Austern 2 von 50. Echt, habe ich da schon mal eine eingesammelt? Dann war es aber Zufall. Außer sie zählt als 2. Ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie so eine Spezialwaffe für mich. Irgendwas Tolles. Großes. So.
Unsere Motorsäge. Komm, ich brauche ein Auto, irgendwas. Straße. Kein Traktor, Auto. Ich höre nämlich hier schon wieder so ein beschissener Traktor rumfahren. Kommt der Typ auf uns zu? Wo ist denn der? Ach du Scheiße, wo fährt denn der hin? Den jetzt verfolgen wird's nicht bringen, wenn ich jetzt alles außer rumfahre. Wenn, dann müssen wir versuchen, ungefähr abzuschätzen, wo er entlang fährt und ihn den Weg abschneiden. Aber das wird das letzte Mal gewesen sein, dass ich so eine Mission angenommen habe. Das ist doch beschissen, ey. Also in die Stadt fahren werde ich jetzt definitiv nicht. Ich werde jetzt versuchen. Okay, gut. Hat sich erledigt in dem Fall. Kurier weg. Nö, mach ich nicht mehr. Das ist jetzt doof. Da mir den Arsch aufreißen, hier extra rauszufahren. Das ist doch zum Kotzen. Jetzt fahre ich erstmal zurück in meine City. Und dort werde ich mich dann erstmal wieder ein bisschen ausrüsten. Mit Waffen und des Weiteren. Wie fahren wir am besten einfach rechts, oder? Rechts. Ne, wir können auch links fahren und dann wieder rechts und dann alles geradeaus. Wahrscheinlich am besten sein. Ja, genau. Da vorne rechts. Gib mir deine Großmaschine. Bleib stehen. Ich will haben. Komm, hau sie runter, genau. Ich hätte schon drauf gewartet, dass ich es tue. Und der ist vielleicht besser. Weil da können wir auch ein bisschen nachher querfeld einfahren. Ich glaube, da wird's dann. Karte? Können wir eigentlich jetzt schon? Wir können hier hoch. Komm! Ja! 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 Das schaffst du! Komm schon! Gut, sehr schön. Oh, Mauer, Vorsicht. Könnte ein bisschen wehtun. Hier haben wir doch die genau, hier haben wir die Maschine geklaut. Ah, guck mal, hier sind wir schon ziemlich in der Nähe von unserer Stadt. Ich bin gespannt, wie lange es noch geht, bis wir ins nächste Viertel kommen. Bis jetzt ist sie ja noch gesperrt, aber ich denke, irgendwann wird sie dann freigeschalten für uns. Der neue Stadtteil wird bestimmt auch geil. Ich dachte, das soll irgendwie Las Vegas darstellen, Nevada oder so. So, unseren alten Weg hier. Wow. Zack. Und zack. Den haben wir jetzt schon öfters benutzt. Ups. Ja, ich hoffe dann, dass die nächsten Parts nicht so holprig werden wie der hier. Also beziehungsweise, dass der ein bisschen, dass die dann ein bisschen einfacher werden. Und nicht so schwierig. Beziehungsweise das Fahren ist halt der Scheiß durch die Pampa da. Die zu verfolgen ist echt ein bisschen assi. Die stellen wir uns in die Garage. So, und dann mache ich jetzt hier mal ein Päuschen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Ciao.